Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen schicken Drachen, den wir aus Patch 8.3 erhalten können. Und zwar schimpft sich der Drache Drache der vier Winde und das Model dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Die Mounts gab es ja schon einige von aus, Cataclysm und da gab es, glaube ich, von allen Windrichtungen einen und da haben wir dementsprechend jetzt einen neuen Vertreter von. Wo bekommen wir das Mount her? Und zwar müssen wir einmal nach Uldum und hier haben wir auf den Koordinaten 73, 83 so einen kleinen Pavillon mitten in der Luft schweben. Ich fliege jetzt mal ein Stückchen raus, dass ihr das seht. Also hier ist ein einzelner Turm, den brauchen wir nicht. Dann da ist der Instanzeingang und hier quasi wenn wir auf den Instanzeingang gucken, rechts, dieser ein bisschen größere Pavillon, schimpfe ich das Ding jetzt einfach mal, da fliegt er rum. Ist er selten? Ja. Also ich habe ihn bis jetzt dreimal gesehen, das ist jetzt das dritte Mal. Auf Overhead haben viele Leute geschrieben, dass sie hier gecampt haben, über 2 Stunden. Der wird wahrscheinlich zwischen 2 und 3 Stunden Respawn-Timer haben, ist jetzt noch nicht hundertprozentig fix, weil man noch nicht sonderlich viel Daten hat, aber über 2 Stunden ist anscheinend der Respawn-Timer und die Drop-Chance gibt es jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Anscheinend ist er irgendwas zwischen 1 und 10%. Als ich den umgehauen habe, haben von 5, 6 Leuten 2 das Mount gekriegt und einmal habe ich gesehen, dass 4 Leute von 9 das Mount gekriegt haben. Mag jetzt vielleicht lucky sein, vielleicht hatte ich auch Glück, ich habe ihn beim zweiten Kill quasi bekommen und dementsprechend hatte ich wahrscheinlich relativ großes Luck und vielleicht der eine oder andere von euch wird da jetzt schon den, ein bisschen öfter einen Kill haben. Noch eine kleine Information an sich, wenn ihr diesen Smount farmen wollt, könnt ihr das unabhängig machen von welcher Invasion es quasi gerade aktiv ist. Und zwar ist es ja so, dass es 3 verschiedene Invasionen hier im Gebiet geben kann. Und dieser Rare soll anscheinend immer da sein, egal welche Invasion ist. Und dementsprechend könnt ihr den mit allen Twinks farmen. Und vor allem, ihr müsst auch nicht die Prequest machen. Ihr könnt hier mit einem Twink herfliegen, der Null Nada Niente von der 8.3 Prequest gemacht hat, sich einfach hinstellen, warten, bis der Drache kommt und dementsprechend ihn umhauen. Der Drache hat ein bisschen mehr Life, ihr seht, fast 14 Millionen. Da sind auch ab und an Gruppen drin. Einfach hier schauen, Isha, Wormwood Off, ist zum Beispiel auch gerade eine Gruppe drin, könnt euch einfach reinqueuen und dann dementsprechend den Drachen umhauen. Vielleicht kann man auch alleine umhauen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde euch empfehlen, eine Gruppe aus 5 Leuten sollten es schon sein. Er hat ziemlich viele Lebenspunkte und außerdem versucht er euch auch hier mit verschiedenen Fähigkeiten von der Plattform runterzuwehen und dementsprechend ist er vielleicht für den einen oder anderen Spieler nicht solo legbar. Dementsprechend Gruppe ist auf jeden Fall von Vorteil. Gut, das waren eigentlich soweit die Randdaten, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das für ein Add-on ist, das werde ich nämlich jedes Mal bei solchen Videos gefragt, dass die RAM-Ops hier anzeigt, das ist ein Add-on, das schimpft sich Handy-Notes und dann braucht ihr noch ein zusätzliches Add-on und zwar Handy-Notes und dann noch Vision of Inzod. Also Handy-Notes, das Grund-Add-on braucht ihr und Handy-Notes, Vision of Inzod und das sind meistens, also die Handy-Notes-Add-ons sind meistens die, wo ihr diese ganzen schönen Totenköpfe auf der Map seht und hier sehen wir, wenn wir da drüber fahren über den, dass hier auch das Mount droppt, beziehungsweise wenn wir jetzt hier nach Pandaria gehen würden, da sind wir, dann sehen wir auch hier, droppt ein Pet oder droppt ein Toy und so. Das ist ganz praktisch, dann kann man sich so ein bisschen eine Route raussuchen, welche Rares man unboxen will. Gut, das wär's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr mehr sehen wollt von mir, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.